mal wieder zu weit in den Osten geflogen. Wurde schon wieder vom Wetter belogen. In 1000 Metern nahe der Stadt waren nicht die leiseste Chance, sich noch auszugraben. Nach 6 Stunden Flug mit den Nerven am Ende und unten nur Wald und kein Landegelände. Ich nehm Kurs auf Waren, kann jetzt nur noch hoffen. Meine Crew ist noch nüchtern und nicht besoffen. Das Vario hängt bei konstanten 3 Metern, natürlich im Saufen, der Abend wird später. In Stade, da sitzt meine Crew schon beim Bier, und das vermutlich sogar schon seit 4. Ich kurve nach links, ist so vielleicht recht, das Sinken wird stärker und mir langsam schlecht. Ich glaub, das wird eng, außerdem muss ich pissen. Und jetzt hat mir eine Taube auf die Haube geschissen. Die Karte, die jetzt meinen Fingern entgleitet, liegt gleich unterm Sitz, dann halt ohne weiter. Der Kurs müsste stimmen, na geile Idee. Ich erfand die Segelflugrallye, dann dreimal heiß sei auf E. Doch dort vorne ist der Flugplatz, passt ja wie angegossen. Und mit der letzten Reserve in den Platz eingeschossen. Ja, das Vario hängt bei konstanten 3 Metern, natürlich im Saufen, der Abend wird später. In Stade, da sitzt meine Crew schon beim Bier, und das vermutlich sogar schon seit 4. Oh, ich kurve nach links, ist so vielleicht recht. Das Sinken wird stärker und mir langsam schlecht. Und während ich mich aus dem Harzklumpen schäle, denk ich mit grimmigem Stolz, dass ich der Einzige wäre, der heute mit Ostkurs den Flugplatz verlassen. So sprachen die Alten, das ist nicht zu fassen. Sie wollten noch rumstehen, lieber etwas warten, bis die Rückseite durchbricht und dann erstarten. So hab ich jetzt stolze 300 geflogen und wenigstens so nicht mein Gewissen betrogen. Ja, das Vario hängt bei konstanten 3 Metern, natürlich im Saufen, der Abend wird später. In Stade, da sitzt meine Crew schon beim Bier, und das vermutlich sogar schon seit 4. Und ich kurve nach links, ist so vielleicht recht, das Sinken wird stärker und mir langsam schlecht. In stockdunkler Nacht kommt ein Licht angetrieben, hab mir schnell den Schlaf aus den Augen gerieben. Mein Coach ist dabei, na, der wird mich gleich loben, dass ich bei diesem Wetter so eine Leistung erflogen. Schon steigen sie aus, tausend Fragen, warum ich's nur geschafft habe, bis nach Waren. Und was nur 300, sie müssten betonen, die Alten sind noch schneller, 600 geflogen. Nur eine Stunde nach meinem einigen Start brach die Rückseite durch, das nenne ich üblen Verrat. Und während wir den Flieger zum Hänger schieben, meint mein Gott, es war heute dumm, in den Osten zu fliegen. Und ich blicke ihn an und sage, gib mir ein Bier. Und nach einem Blick auf die Uhr sag ich, jetzt ist es auch 4.